Freunde, willkommen zurück zu Dark Souls Remastered mit etlichen Quality Mods, 4K-Texturen für Umgebung, für Rüstung, für Waffen. Und ja, wir spielen heute weiter. Ich habe gerade überlegt, wo ich als nächstes lang gehe. Ich habe jetzt noch die Option. In der Stadt der Untoten die Wendetreppe hochzugehen und nicht zu Havel runter. Da muss ich eh noch hin. Bei den Gargoyles, beim Zwiebelritter zu gucken wegen dem Tor. Bei den Gargoyles zu gucken, wo es da lang geht, an der Schmiede. Und hier bei den Toten kann ich ja auch noch hin. Aber da weiß ich nicht, ob ich schon gut genug... Mein Wucht ist rein theoretisch ein Zauber, der eine ordentliche Reichweite hat. Das heißt, wenn da jemand unsichtbar ist, sollte ich ihn doch damit erreichen. Null Chance. Und natürlich durch das Suchen und Ausprobieren. Na. Habe ich da immer mal große Gegner gelegt, wie die Ritter in den Dunkelwurzelgarten. Na da. Okay, ich kann ja gar nicht schleichen, oder? Oder? Also hier bin ich tot. Das heißt, nicht zurückweichen. Der ist tot. Ah, hier geht's also noch lang. Sehr gut. Ah, ich hätte beim Schmied mal gucken sollen, ob ich meine Rüstung... 120. Eieiei. Mein Haupt... Na gut. Ich weiß nicht, ob das Schläge sind oder... Ja, reicht noch. Reicht noch. Eigentlich will ich auch ein paar Zauberslots mehr, dass ich mir wenigstens noch irgendwie Heilung über Zeit kaufen kann. Ich finde, ich spiele Dark Souls von Anfang an anders als Elden Ring oder Co. Der rennt doch wer? Über mir? Item. Ah ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hellebarde. Hallo, mein Freund. Ich bin tot. In Ewigkeit, verdammt. Ich schmelze. Okay, hier war ich ja schon. Aber du kannst gerne nochmal deine Seelen zu mir bringen. Hallo, ja, du bist gemeint. Schönen guten Tag. Dann eben nicht. Ach du Scheiße, sind das viele. Ah, ja, 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 komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. So, ich glaube, wenn ich jetzt die da oben anvisiere, wenn ich das darf, darf ich, ja. Dann trigger ich jeden. Wow, what? Das war ja Zufall. Naturbursche. Das lief super. Also ohne Shit. Ich habe das nicht geplant. Ich habe keine Ahnung gehabt. Das war überraschend. Allerdings habe ich mir in dem Moment gedacht, okay, als sich das Tor bewegt hat, wenn da jemand drunter steht, ob er dann Schaden nimmt? Und ja, das Schwein hat es zerlegt. Das war ehrlich Zufall ohne Ende.
Okay, ich glaube, ich muss den anderen Weg gehen, um die da oben zu plätten. Und ich finde das mega gut, dass ich die Mods des Teleports von Anfang an habe. So brauche ich mich nicht mit 5 Estus Flas abmühen und kann von Anfang an mit 10 reinstarten, wenn ich mich immer wieder zum Feuerbandschrein teleporte. Und selbst wenn Leute sagen, das ist ja voll lame und so sollst du es aber nicht spielen. Eigentlich müsstest du zurücklaufen. Aber sind wir mal ehrlich, die 10 Estus Flask bringen mir doch einfach nur eine Zeitersparnis. Dass ich nicht immer wieder zurückrennen muss, mich heilen muss, wieder neu die Gegner legen muss. Das ist einfach nur Quality of Life vom Feinsten. Boss. Und Rapier. Und Ritterschild. Was macht das Ritterschild? Ist aufwendig. Obwohl Zeit und Art genommen genutzt wurde, verfügt er über ähnliche Verteidigungswerte wie ein anderer Schild. Ich dachte, der gibt vielleicht Leben über Zeit zurück. Wie ein Schild bei Elden Ring, was diesen doppelköpfigen Feueradler Phönix drauf hat. Aber gut, Ritterschild. Und hier steht ja direkt, ne, Ausdauerregel. Also hier steht der Effekt direkt dabei. Nicht mit Symbolen, nur im Text. Und hat einen 95er, okay. Ja gut. Aber die Ausdauerregeneration ist echt Gold wert. Da ich auch von Speedrun versuchen weiß, dass das viele Leute einfach nur für den Rücken nutzen. Warum nicht? Ah, da ist es. So, Moment. Jetzt hatte ich hier oben den Weg. Bin von hier gekommen. Von da, von da, von da. Dann ging es noch nach... Ach so, okay. Geheimat! Okay, jetzt ist die große Frage. Ab zum Boss. Durch die Tür. Obwohl ich gar nicht mehr... In den letzten Folgen war es doch, glaube ich, so. Ah, guck mal hier. Dass nicht immer jede Tür unbedingt eine Boss-Tür war. Ich lasse mich nicht zurückdrängen. Kannst aber knicken, Kollege. Also der Tritt ist wirklich... nicht gerade gut. Sag mal. Ja, ich muss wieder blocken üben. Zu lange her. Aber dafür habe ich ja meine 10 Estus. Der Sprung hat geklappt. Das freut mich schon mal. Aber jetzt muss ich wieder hoch wegen der Luke. Und ich muss mich noch mal in... Wie hieß der Rabo? Mugri? Oder irgendwie so? Ugri, Mugri? Muss ich mich nochmal zusammenrollen, um in das Anfangsgebiet zurückzugehen. So viel weiß ich auch. Aber das sind halt solche Standardsachen, die man mal bei irgendwelchen Gamethroughs, wo man mal zwischendurch reinschaut, reingeguckt hat. Aber wusste, irgendwann werde ich selber nochmal spielen. Aber erstmal hier weiter lang. Okay. Der war dumm. Okay, Heilung und Konter üben. Damit ich es wenigstens einmal wieder raus habe. Ja. Ich finde das mit den Texturen, das sieht richtig gut aus. Und sind wir ehrlich, das Elite-Ritter-Set oder Ritter-Set ist mega. Mach auf! Also rein vom Flair für die Welt. Okay. Okay, da geht's noch runter. Gucke ich erstmal. Der hat Spaß. Den ist nicht zu kalt.
Ah, du lockst mich. Irgendwo hin. Das sehe ich doch jetzt schon. Boah, Wurfmesser in den Schädel. Muss ich mir merken für Gegner auf Treppen. Ah ja. Der nächste. Ja, die sind, ne, wenn du solche Gegner hast, die dann eine Schlagserie starten, das ist echt schlecht, wenn du den ersten nicht blockst. Ja, verzögerte Mistkacke. Und Rasenmäher, Schnetzelei. Und Heilung. An denen sollte ich das Kontern vielleicht nicht üben. Aber ich muss mir ja die... Jetzt! Du klammerst zu sehr. Ich habe gesagt, nicht beim ersten Treffen. Und... Wurf. Die sind so gut. Die kann ich bei kleinen Gegnern echt ohne Probleme nutzen. Ah, falsche Taste. Geheimschlüsse. Ah. Ich frag mich, wie ich wieder diese Grafik wegbekomme. Ich meine, ich schaffe eh nur 160 Hertz. V-Sync. Vielleicht mit V-Sync. Ich weiß nicht mehr, wie ich es bei Dings wegbekommen habe. Aber mit V-Sync habe ich halt... Nee, geht auch nicht weg. Wenn ich V-Sync einstelle, habe ich immer das Gefühl... und die FPS-Zahl begrenze, dass ich unter 60 FPS sinke. Wenn ich offene FPS-Zahl habe und nur das System auf 60 begrenze, dann ist es einfacher. Dann habe ich keine Drops unter 60 FPS. Also, wer hatte diese... Man weiß ja nicht, was dahinter liegt. Oder hinter Wänden lauert... Ich frage mich, wann ich mal in einem FromSoft-Game meine erste... Okay. Sorry. Ich muss immer ausstoßen. Meine erste nicht sichtbare Wand finde, die ich nicht vermute. Und eins. Und zwei. Und drei und vier. Ich muss mich gar nicht unnötig in so einen dummen Kampf begeben. Oh, guck mal. Und eins, zwei, und drei, und vier, und fünf. Große Seele, verlorener Untoter. Nice. Da kann ich fast schon wieder aufleveln. Und weiter. Ich muss sagen, mit den 60 FPS finde ich Dark Souls nicht so schwer. Ich finde es aber... Ah, hier ist die Tür. Im Gegensatz zu den anderen Elden Ring finde ich es ein bisschen atmosphärischer, weil ich mich irgendwie nicht so auserwählt überpowered fühle, sondern eher durch diesen Kampfstil mit Schild und schwerer Rüstung eher als, naja, eine Art Mensch in der Welt fühle, also nicht so ich hau 5000 verschiedene Zauber hintereinander raus und mach das und das und das, sondern ich bin ein bisschen behäbig, kämpf mit Schild. Woher das Licht überhaupt kommt, frage ich mich. Ich könnte noch mal probieren, ob es am temporären Anti-Aliasen liegt. Ey, das mit den Schweinen, das war echt gut. Das war so ein Zufall. Aber es hat mich voll gefreut. Immer in die Ecke rollen. Sehr gut. So, was habe ich denn noch? 6 Stück. Alright, alright. Also da hinten war ich schon drin. Hier komme ich nicht rein. Da war ich schon oben. Da muss ich lang. Ah.
Die Frage ist, ist das Tor mit dem Tor da hinten gekoppelt, dass wenn ich das runter mache, das hier aufgeht? Oder gibt's einen extra Schalter? Erstmal nach oben gehen, da kann nicht so viel sein. Hallo? Oh, ein fetter Ritter. Das war doch so einer, den ich schon mal hatte. Den konnte ich wegkontern, ne? Hahaha, der Treppentrick. Der klappt immer wieder. Ihr Trottel. Schwert des Drachenritters. Oh ja. Zeig mir, was das ist. Den sein Schwert wollte ich haben. Oh. Ja. Ah. Oh ja. Und. Nice. Aber natürlich. Ah. Wieder Fokusprobleme, oder? Das liegt aber an der Mod. Und ich will da halt nicht dran rumfuchsen. Was brauchst du denn? 32 Stärke. Holy moly. Das mit der mit dem Verschwimmen liegt auch, denke ich. Das muss ich gleich nochmal probieren, ob ich das. Mod, Position 1. So. Wir gucken nach unten. Ich habe eine Idee. Ratten. Noch 5 Estos. Runter und Wucht. Hallo. So, ich hatte doch extra, falls es passiert. LUK, wie ich bin. Und dafür ist Wucht halt gut, um Gegner auf Abstand zu halten. Warte mal. Sieht mir von der Helligkeit jetzt, nachdem ich Dings wieder eingeschalten habe, ein bisschen komisch aus. Muss ich nochmal reinschauen? Ah. Hat nur den Himmel verändert. Wahrscheinlich, weil es doch Fokus ist. Okay. Ambient macht nichts. Blue macht auch nichts. Wieso ist die Wand dann so hell? Fackel? Curve? Curve macht nur Atmosphäre. Macht sozusagen die Helligkeit nur in einem radialen Umfeld meines Blickzentrums. Ah, wegen dir. Ja, toll. Stimmt. Aber das war ein guter Plan. Was wird das jetzt? Der Versuch nicht zu sterben? Okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Kann ich dich triggern? Okay, er hat eine ordentliche Reichweite, würde ich sagen. Ja, komm noch. Ich werde nicht darunter fallen und sterben, du Trottel. Nein, da werde ich nicht drauf springen, auch wenn ich will. Gerade, guck mal. Das ist voll fies. Das sieht hier wieder aus wie eine Sprungschanze, ne? Als ob das gewollt ist. So. Ich kann nach unten und ich kann auf den Sims. Ich gehe auf den Sims. Ich hab's gewusst. Umschauen, umschauen, umschauen. Über mir fuhr, werkt es noch.
Moment, bin ich... Nee. Okay, 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 okay. Okay. Jetzt ist die Frage, sind diese... Hier könnten sich geheime Treppen drinnen verbergen. Ich muss nochmal schnell... Wenn mir das Schwert zerbricht, ärgere ich mich. 110. Easy. Wenn ich das nächste Mal zu einem Feuerband, zu einem Feuer komme, reicht das völlig aus. Aber bevor ich da jetzt... Ich gucke da kurz und dann gehe ich vielleicht zurück und die Tür runter. Okay, wenn es nur nach... Natürlich geht es nicht nur nach oben. Aber ich... Klingt nach Drache? Holy moly shit. Ah, hallo. Muss ich den Bogentrick bei dir anwenden? Oder wahrscheinlich schon, wenn ich ihn will. Wenn ich die sehen will. Flieg doch nochmal. Oder fliegst du erst ab nach gewissen Richtung? Kleine Scherbe. Ja, ja, ja. Ich bin gleich, ne? Ich guck nur noch mal kurz. Den könnte ich von hier unten voll schießen. Die Frage ist nur... Ich kann mit der Armbrust nicht anvisieren. Das heißt, ich brauche Pfeile und einen Bogen. Ich brauche einen Bogen! Ja. Gut, dass die Fackel ein bisschen mehr Licht macht. Die Hand. Aber bringt mir nichts. Ah, das war gar kein... Ich dachte, da geht's runter. Das war eine Senke. So, eigentlich wollte ich den Trick noch probieren mit dem Tor. Ob das Zuhörtor aufgeht, wenn ich das andere Tor... Aber jetzt bin ich einmal hier. Das muss ich mir einfach merken. Und ich brauche ja einen Bonfire. Sonst wird das nix. So, jetzt gucke ich nur noch mal schnell. Was habe ich denn an? Ich habe nur eine leichte Armbrust. Mit der kann ich Gegner nicht anvisieren. Also, anvisieren schon, aber nicht... Ihr wisst schon. Ich brauche die Wucht gerade nicht. Aber ich kann nur Sachen in der rechten Hand in Teil 1 zweihändig nehmen. Oder? Probier mal, ob ich hier die leichte Armbrust... Jawollo. Bolzen, keine Bolzen, nichts. Ey, ihr da! Ja, ja, genau du. Komm du mal her hier. Schneller! Hier bin ich. Ich bin noch da. Ja, ja. Immer, immer schön ran hier. Oh, komm mal. Ja, ja, ja. Die Frage ist, wann fängt er an zu speien oder wann fängt er an zu fliegen? Ich will es eigentlich gar nicht riskieren. Ich würde gern ihn... Aber der... Der ist doch gleich am Start hier. Ja, natürlich. Ob ich meine ganzen Messer an dir verschwende. Das Gefährliche ist, ich mache halt immer wieder einen Schritt nach vorne. So. Und ich vermute... Sobald ich eins seiner Schätze anpacke, wird er sauer. Deswegen versuche ich zu rennen. Wer hätte es gedacht? Aber ich glaube, wäre ich gerannt, hätte es einmal funktioniert, oder? Die Gier zuerst aufzusammeln, das war der Fehler. Tschüss. Na, natürlich bin ich vergiftet.
Wer hat meine Seelen verlieren? Doch, geschafft. Leck mich doch fett. Aha! Zu fett. Eigentlich will ich ja nur meine Seelen, aber die kriege ich jetzt eh nicht, weil ich wahrscheinlich eh wieder beim Drachen sterbe. Und mit so wenig Kram. Ah, das waren die, die er vorher gekillt hatte, oder? Nee, da komme ich doch ran. Da wird er mich nicht... Und weg. Jetzt gucke ich erstmal, ob hier hinten ein Feuer ist. Ja, natürlich. Stadt der Untoten. Ja, kenne ich doch. Hier war ich doch schon. Gegner? Oder kein Gegner? NPC oder Gegner? Kann ihn nicht anvisieren. Ja. Hey! Hallo. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Okay. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. The way I see it, our fates appear to be intertwined. In a land brimming with hollows, could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? Okay. This pleases me greatly. Well then, take this. Ah, Weiser Symbol Speckstein. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers, and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Okay, also kann ich ihn damit dann beschwören? Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. Ja, und blind werden. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. Geheimhand? Nope. Ich könnte ja nicht mal, wenn ich will. Ich könnte versuchen, rechts an dem Schützen vorbeizurennen. Das werde ich jetzt... Na, da muss ich wieder hier hin in der Gefahr. Nee. Pass auf. Ich gehe erstmal hier runter. Ein Bonfire. Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Lol. Nice. Nice. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ja, ja, hier, der Anfang. Ja. Oh. Da ich noch nicht genau weiß, in welche Waffen ich investieren will, mache ich erstmal so. Ich meine, ich werde eindeutig die Zauberfähigkeit auf Wille nutzen.
weil ich göttliche Waffen führen möchte. Und höchstwahrscheinlich auch Geschicklichkeit nehmen. So, und jetzt habe ich hier hinten ja noch die Wendeltreppe, ne? Da probiere ich jetzt hinzugehen. Tschüss. Und jetzt bleibe ich hier wieder hängen, 100 Pro. Ja. Ja, ich hab's doch gewusst. Diese dämliche Kante. What? Okay, das ist neu. Und dafür nutze ich keinen Heimkehrknochen. Das ist total dämlich. Dass du wie weggeflinscht wirst, wie in so einer Loopingbahn von Matchbox-Autos. Ja. Schön. Ja, oh, da glaube ich das erste Mal, dass er Platz macht. So, jetzt gucke ich erstmal hier hoch. Ah, Kämpfe auf Treppen sind von Vorteil. Weiß nicht, ob mal sind gelbe Türen Boss-Türen und mal sind es keine Türen. Also, das ist. Wieso? Wo kommt denn der Sound her? So. Also, es muss eine Boss-Tür sein. Okay. Wieso kann ich. Ach, ist das nicht hier der Stier, Taurus Demon oder wie die das nennen? Hallo? Konnte ich den nicht episch von hier oben auf den Kopf springen, wie den ersten Dicken? Mann, ihr klammert mir zu sehr. Schade, dass ich keine Leitern runterrutschen kann. Oder? Nein. Okay, ich glaube, ich kann den locken, dann da hoch und dann runter. Frage ist, wo ist er? Hängt er an der Wand? Ah, stimmt, der kam von oben. So, nun komm mal ran, mein Freund. Jetzt will ich das ausprobieren, was ich schon mehrmals gesehen habe. Zweihändigkeitsmodus. Ja! Flammenwurf! Da kriegt er einen Schaden von meinem Feuer? Komm, hol noch mal aus. Au. Okay, ich muss ihn... Hat er etwa... Er hat die ganze Zeit seine Waffe getroffen. Und letzter Hieb. Heimkehrknochen Menschlichkeit. Ich meine, klar hätte ich ihn nur mit dem Schwert bekämpfen können, aber dann wäre ich halt dreimal mehr gerollt. Ich glaube, die meisten Menschen haben einfach mit Souls Games Probleme, was ich bei Freunden beobachte. Oder bei anderen Streamern und Co., dass sie einfach ununterbrochen draufhauen, anstatt
zwei Schläge, das Zeitfenster nutzen, ausweichen, abwarten, mal eine Fernkampfattacke reinschmeißen und wieder in den Nahkampf gehen und wieder zurückweichen. Nee, bap, 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 bis die Ausdauer leer ist, dann sich wundern, dass sie nicht zurückrollen können und dann fluchen. Und Schaden kassieren. Wer, also ehrlich, wer stellt denn die ganzen leeren Fässer hier hin? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Geheimes Item. Große Seele 400. Jetzt habe ich schon 800 mehr. Ich kann wieder aufleveln. Geheimhand. Nee. Kellerschlüssel. Aha, den hatte ich. Cool. Den Kellerschlüssel, den ich am Anfang gefunden hatte, der ist jetzt hierfür auch verantwortlich. Ach du Scheiße, ist das tief. Ja komm. Drachenparty, würde ich sagen. Wenn schon, denn schon jetzt. Und zwar einen Wechsel und den Kurzbogen und hätte ich ihn verstärken sollen? Wo sind... Na, das ist ja ärgerlich. Okay, nee, dann will ich nicht zurücklaufen. Dann gehe ich jetzt erstmal hier runter und muss mir merken, Pfeile, entweder habe ich nicht auf Bestätigen gedrückt. Scheiße. Und wieso kann ich denn nicht rutschen? Ich hab hier alles. Nur nicht loslassen, bitte. Okay, ich kann nur schlagen. Ich kann nicht rutschen. Na, oh, schade. Jetzt hätte ich den Drachen machen können. Ich hätte gerne eine Belastungsprozentanzeige. Okay, da steht er wieder sofort und kommt bis hier hin. Okay. Muss die Werte halt vergleichen. Steigt schon um 2 bis 3. Ich komme genauso weit? What? Okay, ich hab... Ich weiß nicht. Eine ominöse Treppe nach oben. Ach, ich bin immer noch in der Stadt der Toten. Das heißt... Jawollo! Shortcut. Das heißt, ich könnte leveln. Und nach den Pfeilen gucken. Tschüss! Oh, das ist super. Mega gut. Laber nicht so lange, ich muss einkaufen. Ja, ist ja wurscht. Wieso? Ach, weil ich auf Abbrechen gedrückt habe und nicht rüber auf OK gegangen bin, bestimmt. Oh Gott. Wahrscheinlich war es so. Ja, jetzt habe ich dich. Und... Holzpfeiler. 300 Stück. Das war zu viel. Ah, guck mal hier. Kann ich auch mit den Schultertasten. Ja. Einen Moment bitte. Wow. Das ist ja gemein. Ah, die kommt sogar mit. Okay. Gut. Habt ihr euch das richtig überlegt? Ich bezweifle es. Gib mir doch endlich mal so eine Axt. Verdammte Axt.
Ah, jetzt bin ich endlich hier unten in der Stadt. Ah. Wow, 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 wow. Hundi, 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 Hundi. Halt den Rand. Okay, jetzt habe ich schon so viele Hunde getötet. Jetzt gehe ich erstmal kurz weiter. Hier, da wo ich immer gestorben bin. Brunnen. Geheimweg vielleicht. Machen Sie auf! Sie sind umstellt. Somebody. Please let me out of here. Somebody. Anybody. Help me. Unlock the door. Damn. I'm finished. How did this ever happen? Guten Tag. Wollen Sie oder wollen Sie nicht? Brilliant. You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vindheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Gern, gibt's auch was? Oh, hello. I'm fine. I will rest a while, then return to Firelink's shrine. Ah, okay. I have my sorcery. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Weil wer hat dich eingeschlossen? Du bist ein verdammter Magier. Oh, hello. Ja, weil du nur einen Stock hast, deswegen. Du Lappen. I will rest a while, then return to bla, bla. So, ich mache ihn mal kaputt. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Ich mache hier mal kaputt. Ah, nicht die Pfeile verschwenden. Ich will ihn halt nur nicht schlagen. Nicht, dass er dann... ich mag dich nicht. Bist nicht toll. So, ich mache mal wieder zu, ne? Du kommst raus. Oder? Ja, ich lass auf. Ah, war noch ein Witz. Oh, Item vergessen. Zauberhut. Zauberumhang. Beschleuniger des Zauberers. Ominöse rote Leucht... Dinger. Ah, der erste, ja. Einmal aufs Gesicht. Gerne schön. Der nächste, bitte. Sie, mein junger Herr? Sie sehen so aus, als würden Sie gern. Ja, okay. Ah, okay. Sie zuerst. Kein Problem. Wir bedienen unsere Kunden sofort. Schneller, als Sie sagen können. Nein! Wusch! Freie Fahrt mit Marzipan. Rundumschlag. Ich meine, ich habe mich mit Menschlichkeit noch nicht wirklich auseinandergesetzt, aber... Ich weiß, es gibt gewisse Teile von FromSoft, in denen Menschlichkeit eine Art World Tendency oder wie es heißt, beeinflusst. Was das aber genau ist und wie das funktioniert, werde ich wahrscheinlich erst in Dark Souls 3 rausfinden. Okay, die kriege ich nicht auf. Sehr komisch. Ich habe doch den Schlüssel. Mach auf, die Wand.
Ah, deswegen. Hattet euch auch für klug, hä? Nur ein Bucklerschild. Oh, shit. Muss ich mit Sprungangriffen arbeiten? Und Gift. Nixer. Blutverlust. Ah, das ist das. Ah, ich sehe durch die Balken. Siehst du halt nichts. Ja, ist ja gut jetzt. Mein Gott, ey. Durch die Balken. Kamera. Ich sehe nichts. So, aber ich kann doch jetzt in die... kann ich jetzt in die... Ja, kann ich rein, oder? Wow. Super eingerichtet. Kettenbrecher. Was bist du? Kettenbrecher, stoßen Rab hier, alles klar. Ich kann schwere Rüstung durchdringen. Ach. 120 Crit. Das ist wirklich gut. Was hätte ich denn? Was ist denn 120? Okay, das momentan, was ich zumindest trage. Stärkste Crit-Schwert. Also für die Option von starken Gegnern von hinten. Nicht als Standardwaffe, klar, mit Konter und Block eine Option. Als Zweitwaffe immer eine Crit-Waffe zu führen, falls man kontert. Oh, ist ja ganz anders eingerichtet als da oben. Rohen Karton. Okay, ich bin kurz auf dem Weg nach oben und heile mich. Frag mich, ob die mit ihrem Bucklerschild auch schwere Angriffe. Oh. Sorry, wollte ich nicht. Ich wollte mir eigentlich den Feuerzauber sparen. Aber im Affekt und in der Not nutzen wir, was wir können. Ja. Ich meine, ich habe jetzt plus 1 Estus. Wenn ich jetzt Bullet bei mir hätte. Von Blair Witch, da hättet ihr keine Chance. Der beste Hund der Welt. Unbedingt gucken. Der erste Teil ist schon wahnsinnig aufregend. Diebesmaske. Ah. Aber bei Blair Witch wird es erst noch richtig lustig, wenn wir endlich in das Haus aus dem Film kommen, wo die Hexe wohnt. Da habe ich einige Schockmomente und weil da ist es wirklich dunkel und gute Grafik und hast du nicht... Okay. Ich meine, ich habe noch 6 Estos, warum nicht? Ja, Drecksköter. Ja, noch mehr. So, ich werde erstmal die Leiter hochrennen. Die Dings hochrennen. Seen holen. Hochrennen. What? Wieso rollst du nicht? Du dummer, dummer. Du sollst nicht trinken. Gottes Willen, ey. What? Alter, was hat der denn für eine Reichweite?
noch und du noch. Geh rein. Dämon! Alter, hat der eine Spuckattacke! Alter Schwede! So kann ich ihn schießen. Dieses dumme Schwein. Mit seinen 5-Kilometer-Attacken. Naja, mach das mal. Zeit für den Nahkampf. Harter Beschlag. Sicherheit. Ja. Na, ah, stimmt. Ich bin weg. Ich bin weg. Shit. Blutverlust und tot. Ja, dämlich, Mist. Aber ich habe den Ziegendämon und ich kann da jetzt einfach reinrennen und mir die 13.000 Seelen wiederholen. Oh, wie lange halten die denn die Akku? Das ist doch nicht normal. 13.000 Seelen kaputt. Holy moly. Trinkt nix. Ich will meine Seelen haben, ich will meine Seelen haben, ich will meine Seelen haben. Dankeschön. Dankeschön. Und zurück. Mann, ey. Ich dachte, okay, rennst durch. Diesmal hat's gerade so geklappt. Aber ich musste irgendwohin flüchten, wo ich Aufnahme drücken kann. Ja. Dass sie nicht mal die, dass sie in keinster Weise verlieren die Hunde den, das Akku-Ding. Und deswegen glaube ich, ist es nicht dumm, diese Hundeschädel fürs nächste Mal auszurüsten hier. Das waren doch die. So, holy moly. Die 13.000 Seelen habe ich wieder. Jetzt bräuchte ich am besten erstmal einen Bonfire, bevor ich überhaupt irgendwo weitergehe. Ihr wisst natürlich jetzt nicht, wo ich bin. You still have your senses about you. Then why won't you buy some of my moss? I need your souls. Moment. Oh ja, davon nehme ich einmal gern 4. Blutungsmoos. Wenn mir das wieder passiert wie da, nehme ich auch mal 4. Giftige Wurfmesser. Ich meine, ich habe gerade 4, warum nicht? Kaufe ich mal bei 13.000, kaufe ich mal 20. Gegen Hunde. Ah, da kaufe ich noch einen. Ich habe wieder nicht gekauft.
Das ist mir vorhin passiert. Nein! Mann! Und dann wieder 60. Ah, wie Dingsbums. Ja, davon nehme ich doch auch mal 3. Gift. Oh. Okay, den Rest hebe ich mir für ein Level auf. This is a wonderful place, don't you think? We have water, moss, moisture, these nice iron bars. I like it here, I really do. Nothing good ever happened to me in life. But now that I'm undead, I've never been happier. Okay. Was gibt's denn noch? Das war's? Nur Pfeile und Moos? Okay. What a humdrum lad you are. Bitte was? Oh. You come to this land at a bad time. There are nothing but hollows in these parts. Save for me, of course. You're undead too, aren't you? You be careful then. Okay. Ja, eigentlich bin ich bei dem Ziegen-Dämon-Boss nur dann rechts runtergerannt und dann war ich hier. Okay, also ist da noch die Verkäuferin. Wucht. Ich habe noch 8 Feuerbeiter. Und dann bin ich hier reingerannt, weil ich gehofft habe, dass es hier ein Bonfire gibt. Okay. Schlüssel zu den Tiefen. So, jetzt muss ich ja eigentlich nur noch mal gucken. Ob ich hier jetzt noch was verpasst habe oder nicht. Wo sind die Hunde? Über mir? Haben die noch Aggro? Ah ja. Verstehe. Weil die auf mich gesprungen sind, oder was? Nix da! Ja, die haben Sprungattacken gemacht. So, oh, Item. Banditenmesser. Ist das eine Waffe? Ja. 147 Crit? What the... Da muss ich dann später mal probieren, ob ich kontern und wechseln kann. So, jetzt bin ich wieder da, wo ich war. Hier war der Ziegendämon. Ich meine, auch wenn ich die Gegner mit Zauberei gecheased habe, mit dem Feuerbane am Anfang. Ey. Ich will Dark Souls spielen, damit ich es erfahren kann und wie es war. Teilweise. Aber diesen Pain-in-the-Ass-Faktor, um einfach nur 100 Stunden mehr reinzubuddern, den brauche ich nicht. Weil viele Schikanen, die in Souls-Games meiner Meinung nach eingebaut sind, sind einfach nur Zeitinvestment. Hat für mich weniger dann mit Skill zu tun, wenn ich nur 5 Estus habe, anstatt mich immer wieder porten zu können, um mir 10 im Feuerbandschrein zu holen. So kann ich einfach durchmarschieren. Der Skill ist doch derselbe. Und die Seelen, die ich sammle, sind doch auch dieselben. Eigentlich mache ich es mir ja noch schwerer, weil ich die Gegner nicht immer wieder besiege, indem ich neue Runs durch dasselbe Gebiet mache und Seelen sammle, sondern einfach mit einmal durchgehe. So, die Tiefen.
ich glaube, es wird wirklich dunkel werden. Aha. Kollege Schnürschuh wieder. Untiefen. Wenigstens habt ihr Fackeln. Das ist nett. Da sehe ich schon wieder Augen. Ich glaube nicht, dass ich hier eine Bonfire finde. Immer noch 7.000. Ich meine, wenn ich hier unten jetzt sterbe, was bei den Gegnern hoffentlich nicht so schnell passiert, muss ich den ganzen Weg wieder mit den Akro-Hunden laufen. Moment. Ah. Ich muss jetzt eigentlich erstmal schauen, welche Gegnertypen hier kommen. Was aber nicht nach allzu viel schlimm aussieht. Oh, die haben aber eine wahnsinnige Reichweite. Ja. Okay, das muss ich mit einberechnen. So. Und die Frage ist, was macht ein Schild gegen Fackelschaden? Ich brauche hier eine Stichwaffe. Gerade wenn die Wand rechts von mir ist. Oh, da ist noch so ein Butcher. Ich meine, wieso sind ja so viele Getreidesäcke? Die müssen doch gar nicht essen. Das ist halt die größte Gefahr, hier irgendwie um die Ecke jemanden stehen zu haben, der dich hinterrücks abmeuchelt. Die Stichattacke ist schon gut. Mann, ist das dunkel. Ihr seid untot, ihr müsst nicht sitzen. Was bist du? Die Frage ist, kann ich dich von hier treffen? Ich glaube aber, dann werde ich gegen... Moment. Ah, bleib. Holy shit. Okay, na dann kommt mal. Okay, er wartet im Dunkeln, ne? Da war doch die Treppe. Eigentlich müsste ich den... Da ist er doch. Wieso rennst du wieder runter? What? Jeez time. Das hat nicht geklappt. Oh, du Scheiße, hat der eine Verteidigung. Der ist feuerresistent. Ah, das ist nicht gut. Der rennt auch noch an. Nein, jetzt nicht sterben. Gut. Sicherheit. Geht alle was an. Tausend hat er gegeben. Husch.
Deswegen spiele ich immer gerne mit Zauber und Waffen. Okay, da war aber noch ein kleiner Kollege. Muss doch hier um die Ecke noch stehen. Ah, du warst das. Wie die Köder. Ich meine, die springen durch mein Schwert durch. Na klar, noch tiefer. Das Absturz? Ist das Müll? Kein schönes Gefühl hier zu sein. Noch ein Hund. Wieso kann ich dich denn nicht anvisieren? Erklär mir doch bitte, warum. Das ist doch überhaupt nicht machbar. Ich sehe dich nicht, oder was? So nicht. Ja, das ist doch voll sinnlos. Wieso muss ich denn 20 Meter rangehen, um ihn treffen zu können? Ah, ich kann nicht rennen hier. Ah, ja. Das wurde der einzige Weg hier rein, oder wie? Okay. Boah, noch ein Butcher. Ich bin wieder weg. Boah, da kann schnell rennen. Das war eine schlechte Idee. Und weg, und weg, und weg. Boah, hab ich ein Schwein, hab ich ein Schwein. Versucht ihr bestimmt nicht zu blocken. Ich glaube, mit solchen schweren Waffen. Na komm. Na komm. Ah, den Move kenne ich doch. Ah, dammit. Oh shit. Letzter Trank. No, damn it. Nein, 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 no. Glück gehabt, ey. Okay, ich muss mir... Sack. Ich muss mir Gedanken machen, wie ich an ein Bonfire komme. Und das noch werde ich bestimmt nicht springen. Weil dann könnte ich gut tot sein. Wenn ich jetzt einen Glitzerstein hätte. Da unten geht's aber weiter. Glaube ich. Was habe ich denn noch? Ich könnte eine Menschlichkeit nehmen. Ich habe noch einen Estus. Nee. Plus eins ist das. Das heißt wohl plus eins. Menschlichkeit. Da muss das halten, da muss das herhalten.
äußerst. Vor allen Dingen, dass der Butcher hier durchrennt und ich mich nicht bewegen kann. Das war schon richtig. Heieiei. You. Yes, you. Here, over here. Please, you must help me. Moment. Sorry. Hoffentlich wird er jetzt nicht sauer. Thank you. Auch ein guter Mann. I would have been a supper without you. Been eaten alive. I started to think. Thank you. Ach, da war Essen für den Butcher. Thank you dearly. I am Laurentius, of the Great Swamp. I will not forget my dead to you. Komische Schulterrüstung, die du da hast. Ein Schild. Oh, hello there. I'm fine, thanks to you. Und? Oh, hello there. Für das Befreien? Irgendwas? Oh, hello there. Nein. Dann eben nicht. Dann lecke doch fett. Sowas kann ich nicht leiden, ne? Oh, hello there. Ich hätte dich da drinnen lassen können. Oder dich essen können. Ich hoffe, du wartest am Feuerbandschrein. Sag bloß, es geht noch tiefer. Oder ist das Shortcut? Nee, es geht natürlich noch tiefer. Ich sehe es doch schon kommen. Irgendwas kommt gleich. Wenn ich dich hole. Ich wusste es doch! Du Drecksteil! Lass mich in Ruhe! Wehe, du tötest mich. Du Drecksding. Okay, ich muss irgendwie zurück. Aber es geht nicht. Wie? Außer zurückrennen? Das ist echt hart, wenn du noch 5 Estos hast. Von der Stadt der Untoten bis hierhin. Schaffst du es ohne Menschlichkeit überhaupt nicht. Es gibt keinen Typen, der dir irgendwas verkauft. Oh, hello there. Das ist richtig brutal. Arschbrutal ist das. Aber arschbrutal. Holy moly. Okay. Der ist ja jetzt eigentlich schon tot. Aber das ist so ein. Das ist so ein Gummiheini. Ich meine. Und es geht nur nach unten. Dort wird kein Feuerbandschrein sein. Ich kann maximal hoffen, dass er hier hochkriecht. Und dann aus dem Weg ist. Wow, wahnsinnig viel Schaden, den ich mache. Moment. Das bringt auch nichts. Oh, shit. Ich sterbe hier nicht. Ich muss noch eine Menschlichkeit nutzen. Sicher, sicher. Einigen, der hat eine Fackel. Wieso sehe ich den denn nicht im Dunkeln? Hallo? Schließen. Einfach zu. Ah nein, falsche Taste. Oh, ich glaube, das kommt von Elden Ring. Auf B bestätigen. Okay. Dich bitte. Da platzt. Grüne Scherbe. Meine Fresse, ist das dunkel. Macht doch jemand mal Licht. Wieso kann ich denn keine Fackel looten? Das ist doch frech. Ich brauche hier mein Schild nicht. Habe ich eine Fackel schon?
Nee, natürlich nicht. Sieht aus wie Gold. Zwei Gegner. Ah, ausruhen. Ja, na klar. Und das mit so einer Dunkelheit. Das ist echt frech. Noch einer. Drei Stück. Noch mehr? Der sieht aus wie das, was ich außen... Oh, im Bad außen Abfluss fische. Du machst mir sowieso schon die ganze Zeit. Mit der Fackel pieksen. Komm schon, komm schon. So, Falle. Papa, ja. Und setzen. Eindeutig das. Und kein Wunder, dass die ganzen Builds am Anfang nur auf Vitalität gehen, größtenteils. Resistent vielleicht, ne? Ich will ein bisschen mehr Schaden machen.